Hallo ihr Lieben, neben mir ist der Andi aus Tirol. Sag mal, frierst du gar nicht im T-Shirt? Na, mir ist nicht zu kalt. Ganz kurz Andi, ich finde das ganz toll, was du machst. Kannst du mal kurz den Leuten erzählen, was du vorhast, wo du dran teilnimmst? Ja, ich werde am Wien-Marathon am 10. April teilnehmen, zum 5. Mal, und mal schauen. Wo findet der Marathon statt? In Wien. Am wievielten? Am 10. April. Um wie viel Uhr? Ja, Beginn ist offiziell um 9 Uhr. Ich werde um 9 Uhr, um 10.45 Uhr starten. Okay, wo müssen die Leute da ungefähr hinkommen, dass sie dich sehen können? Wo läuft da ungefähr statt? Kennst du eine Route oder einen Start? Ja, ich kenne die Route. Also ich werde circa die letzten 2 Kilometer mitlaufen. Okay, dann würde mich nur, was heißt amn.at und können die Leute da Infos über dich bekommen? Ja, amn.at heißt Adrenomyeloneuropathie ausgesprochen, also das ist meine Krankheit. Okay, das heißt, da bekommen die Leute auch Informationen über deine Krankheit und über dich selber. Genau, richtig. Okay, dann noch eine letzte Frage. Was versprichst du dir davon bei diesem Marathonlauf? Ich meine, das muss ja eine total harte Probe für dich sein. Was versprichst du dir davon, dass du dabei mitmachst? Was verspreche ich mir davon? Also ich bin der Mann, der was die Leute aufmerksam machen will auf die Krankheit und so weiter. Du willst damit sagen, dass man sich nicht aufgeben soll, sondern dass man noch sehr viel erreichen kann, wie du auch, ne? Man kann viel erreichen, ja. Du, wie sollte der Umgang mit Cannabis sein? Was würdest du dir wünschen? Cannabis sollte schon legalisiert werden. Okay. Würde dir auch helfen bei deiner Krankheit? Genau. Okay. Hey Andi, danke, dass du mal kurz vor die Kamera gekommen bist. Und Leute, im April Marathonlauf, hier den Andi anfeuern, klatschen, hinkommen und da geht was weiter. Ich finde das ganz toll, dass er da mitmacht und ihr solltet das unterstützen. Ja. Hey, danke, dass du kurz vor der Kamera warst. Bitte, gerne. Viel Glück und hoffentlich ein Sieg. Schauen wir mal. Genau.